Willkommen beim Let's Play von Final Fantasy 7. Wie ihr sich bemerkt habt, war ich, glaube ich, schon länger keine Aufnahmen. Das hatte folgenden Grund, weil ich langen Urlaub hatte nach meiner schwerwiegenden Arbeit. Aber jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder weiter nach dem Urlaub und beginne gleich mal mit einem neuen Let's Play von Final Fantasy. So, wir starten gleich einmal mit einem neuen Spiel. Wir bekommen gleich einmal die Tastaturbeschreibung. Da wir ja am Computer spielen, das heißt, wir haben die PC-Version, die was vor kurzem rausgekommen ist, und die testen wir gleich mal an. Und hier haben wir schon mal das schöne Intro. Also, habt dieses Video in-game Überlappung ist sehr schön anzusehen, weil das früher eine Sensation war. So was gab es früher bei keinem anderen Spiel. Deswegen ist auch in diesem Sieg auch so. Man kann sagen, so schön, jeder der was auch in diesem Sieg mag, weiß was ich meine. Loszulaufen.
ich habe vergessen, Soldat zu schreiben, aber ja. Ich traue dir. Da haben wir wieder einen schönen Übergang, wo wir gehen können. Ah, doch noch nicht. Aber das ist auch wieder sehr schön gemacht. Jetzt müssen wir wieder vor. Bist du zum ersten Mal im Reaktor? Nein, ich habe doch für Schiffe, weißt du? Der Planet ist voller Markbäume. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber die Schiffe saugen ihn mit so einem seltsamen Maschinenfeld aus. Jetzt reicht's, du kommst mit mir! Du kommst mit mir, aber trotzdem habe ich den Charakter. Aber ja. Code etc.
Taste vor einem, vor einer Leiter, um sich festzuhalten. Nachtasten für Pfeiltasten oder was haben wir hier? Ein Drang! Okay, das haben wir schon. Das wissen wir zwar schon, aber ja. Anfällig auf Blitz, weil es ist ja eine Maschine.